Womit soll ich anfangen? 2017 war schon ein echt krasses Jahr. Wir haben viel erlebt, sei es jetzt allgemein im Real Life oder auf YouTube Deutschland bezogen oder sogar auf meinem Kanal. Wir wissen jetzt, dass auch jetzt im Real Life gesprochen Donald Trump jetzt leider das Weiße Haus regiert oder so ähnlich. Sowas in der Art. Ihr könnt mich gerne berichtigen. Und ja, die CDU hat mal wieder gewonnen. Merkel gibt irgendwie einen Fick drauf, aber ist egal. Und auf YouTube Deutschland oder so gab es irgendwie so ein... Keine Ahnung, das war wie alles komplett irgendwie komisch gewesen, was da irgendwie alles war. Vor allem die Demonetarisierung, also dieses gelbe Symbol oder so, was man manchmal bekommt für denjenigen Werber, ein irgendwie so komisch, keine Ahnung. Ich habe schon wieder die Hälfte davon vergessen. Ihr merkt, dieses besondere Video, dieses Jahresrückblick wird für mich etwas komisch. Ich habe die letzten 2 Jahre durchgezogen, durchkrampft, weil nur für die Kamera reden ist ein bisschen komisch für mich, anstatt halt nur aufzunehmen und halt sowas zu kommentieren. Deswegen, ja, habe ich mich bei sowas immer schwer getan und momentan bin ich auch etwas nervös deswegen. Aber naja, wie gesagt, machen wir das einfach so. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das geht. Vielleicht auch nur 5 Minuten, vielleicht sogar auch 10 oder 15 Minuten. Keine Ahnung. Aber es ist halt so, viel ist halt passiert. Allgemein, die Nintendo Switch ist rausgekommen. Ist bis jetzt sogar die beste Konsole, die Nintendo jemals rausgebracht hat. Ich glaube aber noch nicht, dass die Switch sogar die Wii überholt hat, weil das war von den Einkaufszahlen her bis jetzt die krasseste Konsole her gewesen, weil wegen der Bewegungssteuerung ist auf jeden Fall klar. Und ja, die Nintendo Switch ist halt so, ist halt so ein Ding, die ist halt etwas Besonderes. Sie ist wirklich etwas Besonderes. Aber ich will jetzt nicht so alles so drumrum sagen oder so. Und dann habe ich selber auf meinem Kanal noch nicht mal irgendwas gesagt oder so, was alles so sich entwickelt hat. Aber wie gesagt, 5 Minuten für so einen Jahresrückblick wäre ein bisschen komisch, wenn manche 20 bis 30 Minuten gemacht haben oder wie Domi letztes Jahr über 1 Stunde. Aber ja gut, jedem das seine, was er alles so zu verkünden hat. Und ja, bevor ich auf meinen Kanal auf jeden Fall zukomme, möchte ich allgemein noch ein bisschen auf jeden Fall sagen, was ich schon sowieso ein bisschen gesagt habe. Und ja, wir haben ja auch grandiose Spiele bekommen auf jeden Fall. Standard, Splatoon 2, cooles Spiel, aber da wusste ich gar nicht, dass es gerade ein kleines bisschen schlechter war als der erste Teil. Keine Ahnung, aber es ist halt immer noch diese typische, wie nennt sich sowas, P2P-Verbindung irgendwie, so ganz komisch. Ja, ich hoffe, dass das nächste Jahr besser wird, weil Nintendo hat ja geplant oder so, es wurde mal irgendwie geleakt, dass es irgendwie Herbst 2018 sein soll. Dann irgendwie, jetzt heißt es nur noch 2018, weil, keine Ahnung, darum. Aber ganz im Ernst, und ich glaube, die meisten würden mir dafür zustimmen. Ich würde es nicht einsehen, dafür zu bezahlen, wenn sich darin nichts ändert. Also wenn das dann irgendwann wirklich so weit wird, 2018 auf jeden Fall, mit diesem Online-Service da, wofür man, wie ich es gehört habe, irgendwie jeden Monat irgendwie kostenlos irgendwie ein NES oder Spiel bekommt, NES, SNES-Spiel oder so, aber dann nur einen Monat kostenlos und dann muss man es bezahlen. Hä? Hallo? Geht's euch doch gut oder so? Da frage ich mich auch, hä? Einfach nur, hä? Erstmal einen Monat kostenlos und dann bezahlen? Ernsthaft? Aber ja, gut. Aber wie gesagt, Splatoon 2, nice. Dann haben wir, ich hätte auch von Anfang her hingehen können. Ich schneide das jetzt nicht alles raus, das wird ein One-Take. Außer wenn ich zu lange Pausen setze, dann gibt's Cuts, aber sonst nicht. Ja. Dann haben wir natürlich Super Mario Odyssey.
auch ein richtiges, nices Game, wirklich. Dass wir noch zocken werden, aber dann halt nur im Stream oder so. Oder falls ich es für richtig halte, dann mal noch ein paar Parts rauszubringen, weil sonst war es wirklich ab Part 33 wirklich der Schluss gewesen, ne? Deswegen stand nicht zum Schluss extra ein Ende bei dem Titel da. Und, ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, da die 100% zu machen, das ist auf jeden Fall klar. Aber sonst, es ist etwas anderes. Es ist wirklich etwas anderes. Es ist halt nicht dieses typische A nach B gelaufen. Es ist wirklich, du kannst einfach, okay, nicht ungefähr hingehen, wo du willst oder so. Das ist wirklich hier Welt, nach Welt, beziehungsweise es sind ja Länder. Auf allem New Dawn City war für mich einfach nur das Highlight und das Schluss. Also New Dawn City und so beim Mondland, so langsam beim Ende so ungefähr. Das fand ich einfach das Beste. Natürlich auch der Soundtrack Jump Up Superstar. Beste auf jeden Fall. Hat er auch von Metacritic oder wie es ja nicht alle heißt, irgendwas 98, 99 bekommen? Nee, 97 war es, glaube ich, irgendwie. Aber trotzdem gut. Und dann kommen wir zum guten Highlight. Das hätte ich eigentlich sogar schon am Anfang erwähnen sollen. Natürlich bei Zelda Breath of the Wild. Was leider nicht ein Exklusivtitel irgendwie ist. Warum auch immer. Warum ist das nicht ein Exklusivtitel? Aber es war wenigstens das letzte Spiel auf der Wii U, was Nintendo gebracht hat. Weil die Wii U ist ja jetzt sowieso am Sterben. Ist ja auch schon. Und die hat sich sowieso nicht so gut verkauft, also von daher. Und man hatte sich ja da gehofft, bei der Wii U dieses Gamepad da irgendwie mitzunehmen. Aber was leider schon nach 1-2 Meter schon etwas verkackt hat, irgendwie, habe ich selbst ausprobiert. Von meinem Zimmer aus, wo ich gerade bin, bis zum Wohnzimmer oder so. Das sind auch gerade mal so 2 Meter entfernt. Direkt Verbindung abgekackt. Aber naja, gut. Ja, aber wirklich, Zelda Breath of the Wild ist wirklich ein krasses Spiel. Wobei ich sagen muss, es ist wirklich ein cooles Spiel, aber ich bin jetzt nicht so Art der Fan. So vom Rumsuchen. Es ist wohl Open World, was an sich wirklich geil ist, wirklich. Und für mich selber hat es wirklich am Anfang richtig Bock gemacht. Wirklich, ohne Witz jetzt. Aber so nach der Weile oder so, hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr. Und ich bin wirklich ehrlich, das wollte ich geheim halten. Gerade bei Zelda, dass ich privat schon pünktlich beim Release angefangen habe, schon zu zocken und das Projekt hatte ich ein Part aufgenommen, war halt jedoch abgefilmt und habe halt dann doch gewartet zu diesem Zeitpunkt, wo ich wirklich das alles capturen konnte, also wirklich professionelle Aufnahmen machen konnte. Deswegen habe ich dann den ersten Part, der schon hochgeladen wurde, das war nur ein paar Stunden oder ein Tag oder so, habe ich sofort wieder runtergenommen und habe dann doch gewartet und das war dann erst Mitte März gewesen, mit dem allerersten Part, wirklich von der Aufnahme her. Aber ja gut, dafür komme ich dann nochmal später nochmal gleich zu sprechen, wenn es dann mit meinem Kanal dann so weit geht. Und ja, mal schauen, was wir dann nächstes Jahr so für Games bekommen. Bis jetzt waren halt schon coole Dinge dabei. Naja, okay. Want to Switch, naja, ist so eine Sache. War ja nur so eine Tech-Demo oder so gewesen, zum Ausprobieren mit dem HD-Rumble und was weiß ich noch so alles, irgendwie so in der Drehe. Und, ja. Mal schauen, was wir, wie gesagt, nächstes Jahr so alles bekommen. Ah ja, wobei, Arms ist so ein Ding, das fand ich auch wirklich cool. Das fand ich cool, wirklich. Ich habe es mir gegönnt, ich fand es einfach wirklich cool. Aber zwischen diesem Zeitplan, es kam irgendwas mit 15. 16. Juni raus, das war irgendwie so Mitte Juni, aber ja, es war ein bisschen komisch, weil danach kam mir dann das Splatoon, dann Mario Odyssey. Ja, das war ein bisschen komisch. Da kam immer so jeden Monat dann immer so ein Game raus. Juni, Juli, okay, August, September jetzt nicht, aber dann Oktober dann. Deswegen hat auch irgendwie so eine Langmotivation, finde ich. Ich finde Arms wirklich, wirklich cool.
Aber es hat sich nicht so krass verkauft irgendwie, oder? Ich weiß es gerade nicht von den Zahlen her. Ich bin nicht so krass informiert. Aber es ist auch eine neue IP und wirklich auch was ganz Neues. Es ist eine Art Smash? Okay, wobei, nee, dafür haben wir Brawlout. Eine etwas, ich will jetzt nicht sagen billige Variante, aber eine andere Variante. Und ich hoffe für Nintendo, dass sie es machen. Bitte, bitte bringt Smash raus. Könnt auch gerne einen Port machen von der Wii U, ist mir scheißegal. Oder einen neuen Teil, wie auch immer. Aber bitte bringt Smash Bros. Raus. Auch wenn mich das schon etwas abgefuckt hat. Aber trotzdem, ich find's mega geil. Aber bringt einen Abenteuermodus raus. Wie auf der Wii damals. Wie auf der Wii U, scheiße. Selbst auf dem 3DS, da geht's wenigstens gerade noch, so noch. Aber ja, gut, das ist schon wieder ein anderes Thema. Aber ja, gut. Fangen wir jetzt endlich an. Sorry. Fangen wir jetzt endlich an mit meinem Kanal. Inzwischen hat sich sehr viel entwickelt. Wirklich sogar sehr viel entwickelt, weil ihr seht es auch jetzt schon. Ich habe auch Greenscreen dabei. Okay, manchmal benutze ich den nicht immer, wie ich halt Bock habe oder so. Ihr seht es ja selber. Meistens benutze ich den in meinen Aufnahmen, aber wenn ich irgendwie keinen Bock habe oder die Belichtung zu beschissen ist und ich das nicht gebacken kriege oder so, die ganze Farbe in OBS so wegzukratzen quasi, dann sieht das scheiße aus in der Aufnahme oder so und das will ich eigentlich auch nicht. Weil ihr seht es ja selber, wenn man genau Detail nachschaut oder so auf mein Face drumherum, sieht man ja immer noch ein bisschen was. Aber halt nicht so krass, weil ich merke auch selber so langsam, auch wenn es dunkel ist und ich eine Beleuchtung brauche, wo ich leider nur eine Lampe habe, aber die wenigstens heller ist als die vorherige. Also wirklich so wie so ein LED-Licht, so blendend weiß, so ungefähr. Eine Softbox, nee, mein Zimmer ist so klein, Softbox, nee, danke. Aber wie gesagt, ich glaube 80 oder 90% wird genau das bestehen, was ich in den letzten 1-2 Jahren auch gesagt habe. Entwicklung, bla 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 bla, aber ja, ist okay. Aber naja, wie gesagt, ich gebe mein Bestes und mehr kann ich nicht machen. Wie gesagt, die damaligen Zeiten, vielleicht werde ich es irgendwann so ein Special machen, weil, naja, mal schauen, bis jetzt habe ich kein Special rausgehauen oder so. Eine 100-Abo-Special wäre schon cool gewesen, aber ich mache keine Room-Tour, werde ich nie machen. Bitte verlangt es nicht, mein Zimmer ist nicht gerade ordentlich. Will ich nur mal erwähnen. Will ich wirklich nicht, bitte. Lasst es einfach bleiben. Aber ja, cool. Wie gesagt, die Entwicklung damals, alles mit dem Handy abgefilmt und dann durch eine App herausgefunden oder so, und das Handy quasi zu capturen. So wie so eine Bildschirmaufnahme, wie bei Elgato zum Beispiel. So ähnlich, halt nur mit dem Handy. Ja. Deswegen wollte ich so schnell gute Quali haben. Deswegen ab diesem Jahr 2017 wollte ich einfach gute Quali leisten. Also halt etwas bessere. Ab und zu sieht man noch so wie so einen verschwommenen, leichten, pixelartigen, wie noch in diesem Video gerade. Aber es ist wenigstens besser als abfilmen oder Livestreams zu machen, die scheiße pixelig sind, auch wenn man dennoch Bock drauf hat. Aber man kann es leider nicht ändern, nur weil das Internet so scheiße ist. Und ab 16.000 nur ein Upload bekommt. Ein Mbit-Upload. Leider. Deswegen hoffe, dass es erst... Das wird leider erst in 1-2 Jahren so, weil Vertrag und so... Da sind wir noch ein bisschen im Vertrag. Das kann noch ein bisschen dauern. Und ich habe mir da informiert, 50k wird mir locker reichen, weil 10 Mbit im Upload reicht dicke. Das reicht auf jeden Fall. Und wie gesagt, es wird erst in 1-2 Jahren was werden, wo, also, richtige Livestreams. Aber mit besserer Quali, nicht wie die momentan. Wie gesagt, erst in 1-2 Jahren. Aber ich bin endlich dazu gekommen, wirklich krass aufzunehmen. Ab. Das war ja ungefähr bei dem Switch-Release gewesen, ne? Bis dahin hatte ich ja noch abgefilmt und erst gegen Mitte März diesen Jahres habe ich endlich eine Elgato
HD 60S übrigens, der steht auch in der Videobeschreibung da, mit was ich halt aufnehme und Capture und was weiß ich noch alles und Facecam. Und ja, vor allem Facecam. Das ist auch so eine große Sache vor allem. Damals hatte ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte nicht so Lust drauf und allgemein hätte es sowieso nicht funktioniert. Am Anfang habe ich das ja alles abgefilmt. Wie soll ich mich dann noch selber filmen, während ich da am Boden liege und das alles abfilme? Deswegen wird auch nicht so gut aussehen, wenn ich das nochmal als Facecam so machen würde, wie ich das so am Boden liege. Ja, und so habe ich es damals mit dem Abfilmen gemacht. Deswegen, ich habe nicht so viel großen Raum, wo ich sagen könnte, ja, ich stelle es einfach da ab und pack da so daneben so die Kamera hin und filme das ab und zock gleichzeitig. Deswegen musste ich das damals alles auf dem Boden machen. Und heute, tja, man sieht selber. Vor allem, weil ich es gerade wegen Facecam auch angesprochen hatte, das ist, wie gesagt, auch so ein großes Thema, wirklich. Ich hatte damals irgendwie nicht so richtigen Bock drauf und so. Ich weiß nicht, ob man sich meine Fresse hier so angeben kann oder so. Ich weiß nicht. Deswegen ist schon cool eigentlich gerade, ob man jetzt ein kleiner YouTuber ist wie ich oder viele andere, die anfangen mit YouTube oder schon eine Weile mit YouTube machen, ist es schon etwas cooler mit Facecam zu machen, weil so voll die Reaction und so gerade momentan und so, deswegen, oder Fake Reactions wie bei Ungun zum Beispiel. Nee, Spaß, ist jetzt kein Hate. Aber naja, da hatte ich einfach Bock drauf. Und dann, da kam schon ein Knaller. Wie Leute einfach nicht warten können, ne? Einfach so ein, zwei Tage vorher, gleich beim Verkauf, wo es losgeht. Nö, es geht erst ab 31. los. Ich habe keine Ahnung, welche Uhrzeit. 18, 19 Uhr, was weiß ich. Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, aber gut. Ja, deswegen hatte ich mir vorher mal eine Facecam geholt. Ich weiß nicht, womit ich wirklich angefangen habe, mit Facecam überhaupt aufzunehmen. Auf jeden Fall war es noch dieses Jahr. Nee, wo es wirklich angefangen hat, aber das war nur sehr selten, habe ich auch mit dem Handy aufgenommen, weil manche Apps oder die App, die ich benutzt hatte, konnte auch eine Facecam nutzen. Und das habe ich natürlich zu meinem eigenen Vorteil benutzt. Da habe ich ab und zu mal, wie ich mal Lust hatte, weil wirklich, ich hatte damals nicht so richtig Bock drauf, wo ich das mit dem Handy gecaptured habe über eine spezielle App, die man manchmal noch am Rand da und noch sieht bei der Aufnahme leider, weil sich das damals nicht entfernen lassen ließ. Aber bei einer späteren Aktualisierung von dieser sogenannten App dann schon, zum Glück. Ja, bis es dann rumgespackt hat, und dann hatte ich manchmal einfach keinen Bock mehr. Während der Aufnahme ein paar Mal abgebrochen, musste ich so 5-6 Mal hintereinander mal dieselbe Aufnahme mal machen oder so. Zum Glück bei Games, die ich let's played habe oder so, wo man das automatisch speichern konnte. Das hieß, wenn es abgebrochen war und ich das zum Glück im Emulator zum Glück nicht gespeichert habe, dann ist das quasi resettet, wo ich beim letzten Mal gespeichert habe. Aber okay, gut. Ja, das war, wo war denn das zum Beispiel? Das war bei irgendeinem Pokémon Diamant Part, wo ich auch nur 8-9 Parts gemacht habe oder so, glaube ich. Dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr oder so. Aber ich hatte 1-2 Parts gemacht, die auf jeden Fall mit Facecam waren. Aber das LP-Projekt, was sowieso abgebrochen war, wie gesagt, das waren 9 oder 10 Parts. Pokémon Diamant übrigens. Ja, hatte ich irgendwie keinen Bock gehabt oder so. Deswegen, nee, ich. Und mittlerweile fehlt mir irgendwie allgemein irgendwie die Lust. Manchmal ist bei mir die Motivation da, aber ich muss wirklich sehen. Ich habe viele Projekte damals angefangen, 3-4 Stück oder so, wo ich nur ein paar Parts rausgehauen habe und die entweder gelöscht habe und noch öffentlich sind, die halt aber abgebrochen sind, wie Pokémon Diamant zum Beispiel oder damals mit Phoenix Wright Ace Attorney, hatte ich schon irgendwie Bock drauf gehabt, aber das ist so ein Spiel, das mache ich lieber privat, weil sowas dauert echt lange, das ist wie so ein Rätselspiel, wie... Oh, wie heißt denn der Typ nochmal? Professor Layton hier, oder auch solche Rätselspiele. Das ist auch ein bisschen knifflig. Deswegen,
da, wo man viel nachdenken muss. Ich glaube, das ist nicht so praktisch, so ein Let's Play daraus zu machen. Oder wo man wirklich alles aufsammeln muss, wie bei 3D World, um überhaupt auf die letzte Welt zu kommen, vom letzten Level. Da hätte ich auch Bock auf dieses LP, wie gesagt, in dem letzten Level alles einzusammeln. Ja, ja gut. Aber wie gesagt, ich hatte auf Facecam allgemein nach einer Weile einfach Bock drauf, weil Reaction und so an sich, ich weiß, ich wiederhole mich. Es ist halt eine gute Sache. Es ist schon gut, eine Facecam zu haben, würde ich jetzt mal so sagen. Und allgemein, wie gesagt, ich will mich jetzt nicht noch weiter wiederholen. Die Entwicklung zu damals habe ich 99% alles mit dem gottverdammten Handy gemacht. Ohne Witz, stellt euch das einfach mal rein. Ich habe das damals alles mit dem Handy gemacht. Und erst ab diesem Jahr, ab Mitte März, wo ich endlich die Elgato habe, OBS und da habe ich ja noch nicht OBS benutzt, da habe ich ja nur das Elgato-Programm, das alles benutzt. Und da hatte ich auch noch keinen Mikrofonständer, ein erstes Mikrofon. Das ist übrigens schon das dritte Mikrofon an der Stelle dieses Jahres. Ich hatte schon zwei andere. Das eins war komplett am Arsch gewesen, weil ich keinen Mikrofonständer habe. Und ich musste dieses Teilstück hier, woran ich das hier befestigt habe, das hier, wo ich das gerade hier so berühre, so interessant und soll nicht zweideutig darstellen. Das Teil, nur dieses kleine halt, das habe ich irgendwo auf einen Tisch hier abgestellt oder so, um das ja nicht irgendwie runterfällt oder sowas. Deswegen zieht euch einfach die ersten fast 10 Parts oder 5 Parts von Zelda Breath of the Wild rein. Dann, oder von NSMBU die ersten paar Parts oder so, da merkt ihr die Quali, weil je näher man ja ans Mikrofon rangeht, desto stärker ist die Qualität auf jeden Fall. Und mittlerweile habe ich schon Mikrofonständer und so und alles. Jetzt hätte ich wie so ein kleines, okay, Studio will ich jetzt eigentlich jetzt auch nicht sagen, weil ist ja kein Studio. Aber ja, es ist alles bei mir an meinem Kanal eigentlich sehr viel passiert. Ich wollte eigentlich schon, wo ich anfangen wollte, aber ich es leider noch nicht so richtig krass hatte. Wollte ich schon am Anfang, wo ich mit YouTube angefangen habe, mittlerweile sind es schon ein bisschen mehr als 2 Jahre. So ab nächstes Jahr im März werden es dann 3 Jahre. Und es ist wirklich krass, was da alles passiert ist, wirklich. Auf Greenscreen hatte ich auch schon eine Weile Bock. Deswegen, vor allem, da war ich ein bisschen zu schnell gewesen mit sowas wie die bestmögliche Quali-Leiste und so, und ich so professionelle Videos machen möchte. Da war ich ein bisschen zu schnell, weil wie gesagt, erst ab Mitte März bis jetzt alles wirklich das Bestmögliche zu leisten, wirklich ohne Witz. Warum ich das machen wollte, ich weiß es nicht. Ich hatte da so eine krasse Motivation, dass ich das einfach machen möchte. Ich weiß nicht, ob das so komisch ist, für so einen kleinen YouTuber schon mehr oder weniger die bestmögliche Quali zu leisten, weil wie gesagt, Greenscreen am Start und so. Aber ich hab einfach Bock drauf, weil Greenscreen ist so ein geiles Ding irgendwie. Ich weiß nicht, es ist einfach cool. Und und allgemein habe ich manchmal nicht so eine krasse Motivation. Dennoch will ich wenigstens ein Let's Play-Projekt beenden, auch wenn ich eigentlich nicht mehr so richtig Bock drauf habe, weil damals habe ich viele, viele Projekte gemacht, die ich einfach abgebrochen habe nach 5 bis 10 Parts oder so. Deswegen muss ich wirklich das durch Krampf einfach die Projekte einfach beenden, auch wenn ich nicht mehr so einen richtigen Bock drauf habe. Wie aktuell noch, oder was vielleicht dann noch vorbei sein wird in 2-3 Ports. Sonic Forces zum Beispiel, habe ich nicht so einen krassen Bock drauf, aber ich will es wenigstens noch beenden. Weiß nicht, ob ihr das wenigstens versteht. Weil ich möchte ungern ein Let's Play-Projekt anfangen, wenn ich darauf Bock habe. Mach dann so 5 bis 10 Parts
Und dann später, wenn ich keinen Bock mehr habe, brech ich es einfach ab. Und das möchte ich einfach nicht. Deswegen, das ist einfach irgendwie scheiße. Weil das macht auch nicht jeder. 3, 4, 5 Parts und dann abbrechen, nur weil er keinen Bock auf einmal hat, spontan. Deswegen, das möchte ich einfach verbessern. Das habe ich letztes Jahr auch gesagt. Wirklich. Deswegen, das ist auch so ein Vorsatz, was ich auf jeden Fall vor Augen habe. Wenn ich Let's Play-Projekte machen möchte und wirklich darauf 100% Bock habe und nicht, dass es so langsam so wie so ein Diagramm so abflacht, ziehe ich es einfach durch Krampf. Weil es einfach so ist, ich möchte nicht spontane Projektabbrüche machen, weil es einfach scheiße ist. Deswegen, manche LPs oder so, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt für ein LP überhaupt gut ist. Wie Animal Crossing zum Beispiel. Hätte ich eigentlich Bock drauf. Aber das hat einen Anfang, aber kein Ende. Wie Minecraft. Was ich nicht mal zocke, weil ich es irgendwie... Auch wenn die ganzen Mods cool ist. Könnt ihr mal 2 Tage... Könnt ihr noch bis morgen warten, dieser scheiß Knaller? Alter, ich weiß nicht, ob man das wieder gehört hat. Alter, das ist so nervig, ey. Das geht schon seit 2 Tagen auf die Eier. Aber ja, gut. Ich komme schon so rüber, als würde ich so labern wie Tanzverbot, aber egal. Ich fange einfach los. Ja, so viel will ich eigentlich auch gar nicht mal sagen. Ich habe einfach so ein... Naja, ich habe mich allgemein so krass entwickelt. Damals war ich noch, sag ich mal, etwas kleiner mit Tut oder so, weil es war ein Anfang. Es war ein Anfang, wo ich wirklich mit YouTube wirklich auch Bock hatte. Und so... So, ja, ich rede die ganze Zeit monoton und etwas ängstlich und so, ja, so und so, das und das, ja, voll cool und so, haha, das war jetzt voll cool, machen wir da weiter, oh, ich bin jetzt leider gestorben, haha. Also, halt dieses Kack-Monotone halt. Das habe ich damals etwas häufig, aber zu einem, ich glaube, letztes Jahr, nee, am Anfang hat man es deutlich gehört. So etwas. Deswegen, so mit der Zeit habe ich mich einfach so krass entwickelt, nur dank YouTube irgendwie. Einfach nur durch YouTube. Okay, da merkt man das sowieso, man muss immer so langsam aus sich rauskommen, wirklich so volle Power und so, 100% dabei. Und ja, so viel will ich jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Wie gesagt, die Entwicklung gerade bei dieses Jahr ist 1000% irgendwie, weil ich irgendwie gleich die geilste Quali haben will. Also allgemein jetzt nur so, nicht jetzt hier 4K Quali Aufnahmen, Videos hochladen oder so. Das ist nicht mal allgemein die Quali an sich, auch von meiner Seite aus. Außer, dass ich immer noch Thumbnails mit dem Handy mache, weil ich es auf dem PC einfach nicht gebacken kriege. Ich krieg das einfach nicht geschissen, ohne Witz. Ich krieg das einfach nicht gebacken. Egal, ob das jetzt Photoshop ist, egal, ob das jetzt GIMP ist oder was weiß ich irgendwas. Ich krieg es einfach nicht gebacken. Ich bekomme das einfach mit dem Handy auch besser und leichter hin. Das ist eigentlich auch so ein Ding. Keine Ahnung, aber ich krieg das einfach auf dem PC einfach nicht gebacken. Ich weiß nicht warum. Auch wenn ich mir jetzt ein Tutorial anschauen würde, was jetzt eine halbe Stunde gehen würde, da mache ich das nach, ja, schön. Ob ich das dann hinterher dann auch immer noch weiß, ist dann die zweite Frage. Deswegen bringt mir das einfach nicht, deswegen mache ich das einfach noch schön auf dem Handy meiner. Und ja, deswegen, ich will jetzt auch nichts weiteres sagen. Ich weiß, dieser Jahresrückblick war jetzt vielleicht sogar noch komischer als die letzten 2 Jahre, die ich so gebracht habe. Aber ich wollte es eigentlich erstmal nicht machen. Ich wollte es eigentlich erstmal nicht machen, weil es ist einfach nur komisch, nur vor die Kamera zu reden und nur einfach nur raus. Deswegen ist auch ein bisschen länger als die letzten 2 Jahre. Da war es glaube ich nur eine Viertelstunde oder so, weil ich mich die ganze Zeit 5 oder 10 Mal wiederholt habe oder so. Keine Ahnung, habe ich immer noch. Aber egal, es werden gleich Runde 30 Minuten. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein frohes neues Jahr 2018. Rutscht gut rein. Und ja, das war's eigentlich schon. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Macht's gut und ciao.